Ich blick das nicht. Ich blick nicht. Blicke nicht, warum ich hier den Weg nicht durchziehen kann. Es ist für ein Rätsel. Ich verstehe es nicht, dann müssen wir das jetzt hier halt erstmal so machen. Ich hoffe, die können hier trotzdem noch gut genug reinschauen. Dann würde ich nur hier noch einen Baum hinstellen, auch wenn er groß ist. Einfach, weil es ansonsten mega leer aussieht. Ja gut, müssen wir dann halt so machen. Ist dann halt so, ne? So, hier den Weg wieder etwas breiter. Und etwas länger. Wobei das eigentlich Blödsinn ist, weil die können ja hier schon rum. Müssen wir mal gucken. Mach mal das hier, der ist verletzt. Unterwegs, unterwegs. Und wir können auch hier gucken. Hier sehen wir in der Überschrift, wer trächtig ist. Wir haben wieder, erwarten wieder Nachwuchs bei den Tapiren. Aber ich glaube momentan nur bei den Tapiren, oder? Ja. Und sie leidet unter niedrigem Wohlbefinden. Stress, sie hat Stress. Warum hat sie Stress? Weil wir zu viele Erwachsene hier drin haben. Eher, sorry. 20,6 Jahre alt. Das wird der letzte Nachwuchs von ihr sein. Blick mir der Tatsache ins Auge. Er ist 12,2 alt, er ist 21,4 alt. Würde ich ihn vielleicht verkaufen? Dann haben wir nämlich auch wieder, dann haben wir ein bisschen mehr Platz hier schon wieder drin. Dann können wir es nur per Schnellhandel verkaufen, das macht aber nichts. So, also ich wollte jetzt ganz gerne... Warum? Was ist denn jetzt mit euch? Warum seid ihr jetzt schon wieder so motzerig? Hunger und Durst, ja, dann müsst ihr halt auch mal was kaufen. Ihr geht immer nur hier vorne, da könnt ihr was zu essen kaufen. Da hinten... Ihr müsst euch auch mal ein bisschen bewegen hier. Warum springe ich da nicht sofort dahin? Das war doch bislang immer gegangen. Oder nicht? Ich bin irgendwie heute dezent verwirrt. Oh, guck mal, wir haben noch mehr Nachwuchs. Oh, wie süß! Das ist Benaim. Das ist Farlin, ein Weibchen. Wir haben männlichen und weiblichen Nachwuchs. Das ist ja perfekt. Besser könnte es quasi gar nicht laufen. So, jetzt wollen wir hier aber endlich mal das Wolfsgehege hinmachen. Könnte man natürlich... Aber eine Idee... Ich weiß nicht, ob die Idee gut ist, aber ich habe die Idee auf jeden Fall und das werden wir testen. Oha, werden sich jetzt manche denken. Oha, sie hat eine Idee, rette sich, wer kann.
Ich werde mir jetzt. Ja, einen Weg schnappen. Der Baum nervt an der Stelle. Warum kann ich die nicht löschen? Die gehört noch zu unserem Terrarium. Bio ist für mich Abfall. Und wer kennt ihn nicht, den guten Erdbeerkäse? Warum ist denn hier hinten alles blockiert? Ich blockiere dich gleich mal. Das ist doch Scheibenhonig. Das ist doch jetzt echt Mist. Das ärgert mich jetzt gerade, dass das nicht so. Dass das nicht so will, wie ich will. So, und da würde ich nämlich ganz gerne. Kann ich den Weg auch einzeln verschieben? Ich glaube nicht, den müsste ich. Jetzt haben wir eine etwas schönere Biegung drin. Ist immer noch nicht, ist immer noch so ein bisschen eierig, ne? Weil da würde ich nämlich jetzt ganz gerne das Gehege drunter bauen. Beziehungsweise könnten wir hier rein theoretisch auch das Ganze wieder formen. Ich habe das sehr gemocht mit dem Wasserfall und so, das würde ich auch gerne jetzt wieder machen. So, hier klippenmäßig aufschütten. Die Wölfe, die sollen definitiv, finde ich, auch eine Höhle wieder bekommen als festen Unterstand. Das passt einfach perfekt zu denen. Hier. Will ich das aber ein bisschen anpassen nach außen. So, da können wir auch wieder noch ein paar Bäume draufstellen. So, und jetzt müssen wir gucken. Muss ich das wieder relativ stark ziehen hier? Mach mal hier eine Höhle hin. Wie gesagt, das mit der Höhle, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, die Idee. So, und jetzt können wir das innen drin. Können wir die Höhle ein bisschen ausbauen. Da haben wir jetzt relativ viel Platz drin. Die würde ich jetzt aber auch anpassen wollen, hinten, nach hinten den Boden. Dass das da passt mit der Schlafmöglichkeit, dass wir die anständig reinlegen können. Das habe ich bei den Bärchen nämlich ein bisschen versaut. So. Wasser, vielleicht hier wie so eine Art Flusslauf. Ist mir zu viel.
So in der Art. Ist das so ein bisschen zu steil zum Ufer? Ich weiß es nicht, könnte sein. Könnte sein, dass es etwas zu steil ist. Gehen wir jetzt nochmal. Ja, so ist das auf jeden Fall gut. Aber ich muss hier hinten... Muss ich noch bis an die Wand ran, ansonsten passt das nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. So. Okay, so ist das gut. Also das wird jetzt definitiv eine etwas längere Bastelarbeit. Ich muss mal gucken, ob ich das alles dann in der Folge mache oder ob ich da vielleicht auch das eine oder andere außerhalb der Folge regle. Das weiß ich noch nicht genau. Länge. Kann ich das vielleicht auch mit Plus und Ü? Nee, leider nicht. Da gibt es bestimmt auch irgendeine Variante, dass ich da die Länge einzeln einstellen kann. Aber ich kenne sie nicht. Winkelausrichtung möchte ich auch gerade nicht haben. Mal hier so rum. Wasseraufbereitung braucht man dann natürlich auch. Hätte ich jetzt den Zaun zuerst setzen müssen, oder wie? Es geht schon. Aber dann kann ich den Zaun vielleicht nachher noch einbauen. Huch. An der Stelle muss ich jetzt die Zaunlänge mal ein bisschen kürzen. Ansonsten passt das dann nicht mehr. Dann ist das hier alles zu lang. Den Zaun muss ich dann noch ein bisschen verstecken. Und da kommen wir nämlich nicht mehr rum. Wäre jetzt natürlich doof, wenn ich den Zaun vorher hätte bauen müssen. Probier das mal ganz kurz aus. Das ist jetzt natürlich ärgerlich. Okay, also an Oberfläche glätten. So, Zaun. Hier muss der Zahn auch noch mal ein bisschen, obwohl es geht. Hallo? Zaun? Was war das? Mein Zaun hat gebackt. Also wenn ihr den Zaun nicht bauen könnt, dann geht einmal kurz aus dem Zaunmenü raus. Und guck mal, ob es dann wieder funktioniert. Das kann schon mal Probleme geben, wie wir gerade eben gesehen haben. Was aber wiederum auch nicht tragisch ist. So, wir brauchen einen noch kürzeren Zaun. Die Gabelböcke machen so süße Geräusche. Halt! Da wollte ich ran anschließen. Wobei ich das ja eigentlich auch löschen kann. Das sieht nämlich echt bescheuert aus so. Und dann verbinde ich die hier einfach. Jetzt nehme ich mir den einen. So, jetzt ist es gleichmäßiger, glaube ich zumindest. Und jetzt müsste ich hier doch drüber bauen können. Müsste das Gelände doch drüber anheben können. Ja, genau.
der Zaun überall verschwindet. Das ist mir hier in dem Fall wichtig. Wir können immer da sicher gehen, wenn der so blau anfängt zu leuchten, dann ist er verschwunden. Und die blaue Markierung, die kommt immer nur dann, wenn das Spiel uns erinnern möchte, hey, da ist noch ein Zaun. Vergiss es nicht. Muss ich mal gucken. Ich muss mal hier, nee, ich brauche ja gar nicht. Ich kann ja auch eben Tag machen. Das hier ein bisschen schöner gestalten können hier hinten rum.